Ja, damit ist alles gesagt. Los geht's. Cow Simulator. Aha. Dann schauen wir mal rein. Oh! Okay. Was war das? Was ist das? Cow Friend? Was ist das in meiner Lore da? Soll das da drin stecken? Nein, oder? Wie komme ich da auch rüber? Das ist, ja, ich finde, das ist der schwierigste Gegner in dem Level, dieser Pfahl da. Okay, gut. So, wieder hier drin. Oh. Okay. Ja. Pogo Test Measurer. Oh, was ist denn das? Hä? Ach so, der zeigt da an, wie hoch ich springe. Okay, was ist jetzt der Sinn? 61%. Cool. Das ist eine interessante Idee so an sich. Aber wie komme ich denn höher? Ah, wenn ich so mit den Walls interagiere. 66%. Also 69 müssen drin sein. Boah, der war geil. 75 reicht mir vollkommen, ey. Flappy Birds. Oh, ich muss das Ding auch richtig greifen. Da geht's ja schon los. Ich krieg das Ding noch nicht mal. So, jetzt. Oh, ja. Killman on Brigger. Was? Okay. Los. Was zur Destroy the Bridge? Also irgendwie soll ich darüber kommen mit dem Ding oder was? Ich kann das Teil steuern und soll darüber fahren. Aber die sind alle. Wow! Okay, kann ich jetzt darüber? Okay. Ich bin noch nicht mal auf der Fahne. Caterpillar Fight, geil. Nee, dann immer Oppi, aber. Wow! Das Teil, was ist das denn? Ach, hier kann man raus, ja. The Cannon. Wo, oh, was ist das? Ich will da rein. Ich darf mal wieder nichts machen. Ach. Ah, jetzt darf ich selber dadurch. Ah, es war so eine vorbereitende Animation oder wie? Okay, ich stecke hier drin. Okay, ja, alles klar. Selber rein. Ui, ey, wir haben gerade voll gesehen. Na, hallo, ich bin da wieder. Oh. Er hat zumindest viel Spaß gehabt, Animationen zu erstellen. Tornado Simulator. Da kommt Santa, muss den. Oh nein, oh nein. Schnell weg hier. Ich kann nicht. Mein 2-Test-Level von Sebimus. Mann. Komme ich da überhaupt hin? Nee. Ich wollte die Münze bekommen. Wow, das Glas hat mich gekillt. Geil, ich komme nicht mal durch hier am Anfang. Nein, ich weigere mich, das zu akzeptieren. Santa kommt da irgendwie durch. Irgendwie. Alter Mann! Okay, es ging nicht. Also er hier. Der kommt ja auch fast nicht, du. Mann! Nein, Alter, was soll das denn? Das kommt. Wow! Ey, du willst mich doch. Du bist doch schon durch! Was ist das? Ey, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen. Die Physik in diesem Spiel ist teilweise erstaunlich, oder? So, nächster Versuch. Ja, Mann! Soll also wirklich nach unten gehen, ja? Oh Mann, ey. Ich muss mir doch sagen, dass es da rechts gar nicht weitergeht, du gemeiner. Boah, Alter. Oh, das wäre es fast gewesen. Oh Gott. Nein. Emoji Ballfall von Eric Newby. Der ist in letzter Zeit so oft in meinen Folgen, glaube ich. Also allein in der einen Folge war er zweimal drin, jetzt wieder. Ja, mit Minen noch, klar doch. Alter, boah, was zur. Okay, das könnte sogar mal schwierig sein, so ein Ball voll, wenn da die Minen auf mich zufliegen. Ich hänge da drin. So, jetzt komm jetzt. Ich muss jetzt einen Lauf haben. Oh Mann, das Kind hat alles schon weggeräumt für mich. Wow. Jetzt runter hier. Also seine Maps sind echt witzig, muss man ja sagen. The Hamburger. Mein Next Sandwich Level. Das muss sie ja zocken. Oh.
Sie verteidigt den Burger vor sich selbst. So funktioniert eine neuartige Diät. Man muss sich selbst aufhalten. Nein! Mountain. Also noch sehe ich gar nichts. Oh! Oh, oh, oh. Hey, da steht nur Mount Hay. Wo ist das N abgeblieben? Kommt das noch? N? Ich schieb das immer so ein bisschen rum, ja? Ja, das N ist verschwunden. Okay, gut. Da gibt's halt kein N für uns. Wie hab ich das denn gemacht? Die müssen ja nichts wiegen, wenn ich die jetzt so mit meinem eigenen Körper wieder hochtragen konnte, da. Plastikbällchen. Was ist das da? Soll das irgendwie graue Suppe sein, in die ich einspringen muss oder was? Ich werde es nicht herausfinden, weil ich immer wieder runterrutsche. So, jetzt. Nee. Hier kann man erstmal an sich durch. Oh. Was zur... Okay, wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Gut so. Wo muss ich hin? Achso, das Ding kommt um. Okay, gut. Wow! Oh Mann, halt die Fresse, Mann! Haltet doch mal die Klappe! Ich raste aus, Mann! Nein, ich hab den Kürbis! Oh nein, das Kind will auch noch. Ich werd wahnsinnig, ich werd wahnsinnig. Oh meine Fresse! Okay, das Kind sagt wenigstens nicht. Es tut mir irgendwie ja fast schon ein bisschen leid, aber. Diese Geräuschkulisse ist gerade das nervigste überhaupt. Alter! Mein Gott hier! Ja, es war so klar, Alter. Es war so klar, ey. So, da sind wir wieder. Diesmal ohne irgendeinen blöden Oppi hinten dran. Jetzt sollte das auch alles klappen. Oh Gott, was macht ihr mit dem Lohne, ne? Ja, ja. Wollte er mich treffen, aber hat er nicht. Boing-Kurs? Was ist denn der? Oh! Das ist ja auch mal was Interessantes. Wow! Der Boing-Kurs. Okay, ich spiele noch mal ein paar Dinosaur-Level. Ich habe jetzt extra von alt nach neu sortiert, damit ich gute Maps hinten habe. Das ist das erste Dinosaur-Level, das jemals gemacht wurde in Happy Wheels. Ja. Und ich skippe schon irgendwie. Wow. Na toll. Okay, gut, das war schon mal doof. Nehmen wir das nicht. Nehmen wir mit Dinosaurs 2.0. Ey, das ist so vom selben Macher. Seht ihr das? Ja. Also einfach nochmal versuchen. Boah. Okay, diesmal ist es etwas besser gelaufen. Ja. Wie die Schnauze nach oben gegangen ist. Okay, Dinosaur Land. Kommt mir etwas bekannt vor. Alter, das Ding geht zu. Das Ding geht zu. Okay, man lernt immer was dazu. Dann hier Dinosaurs. Nochmal. Alter, was ist das? Ist das hier irgendwie eine Verschwörung oder was? Das sind schon mindestens 3 verschiedene Usernamen und trotzdem... Wenn das jetzt das ist, was ich glaube. Hier. Das muss gut sein, ey. Also die spammen alle das gleiche Level ohne Scheiß, ey. Erst hatten wir das eine da am Anfang. Guckt euch das mal an, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt aber, bin ich hier echt irgendwie in der Verschwörungstheorie auf der Spur, oder was? Ich meine, mir ist das damals schon aufgefallen, dass bestimmte Level von sehr vielen Leuten kopiert wurden. Wie so ein... was ist das, ey? Das ist doch ein Witz. Ich meine, denken Leute, man merkt das nicht? Oder ist das wirklich so ein Spammer, der immer unter anderem Namen was... Das gibt's doch. Das ist doch unglaublich. Das ist unglaublich. Du denkst so, ja, mit Dinosaurs, da bist du auf der richtigen Seite hier. Da, wow, war der Pfeil vorhin schon da? War der Pfeil vorhin schon da, Leute? Nee, der Pfeil war neu gerade. Das gibt's doch nicht. Dinosaur World, komm, das ist... Nein, ich will noch nicht da. Das ist jetzt der Rest des Videos, Leute, wie ich jetzt hier versuche, die einzige... Okay, das ist aber auch das Level C schon. Das ist schon vom Grundaufbau. Der hat nur am Anfang den Kopf entfernt, damit die ganz dummen Leute denken, das bin ich das identische Level. Es ist aber an sich genau dasselbe.
Boah. Das kann ja nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Mein best Level jetzt. Wenn das jetzt ein. Alter! Der hat sogar noch eine Charakterauswahl drin, sodass man denkt, yo, das ist was eigentlich. Das kann nicht sein, ey. Was anderes, was anderes. So, gut. Was ist das? Die Palme, die Palme, die Palme. Das ist crazy. Okay, sie dreht sich da fast rein. Ey, was ist das für ein Ding? Muss ich dadurch? Ja, go down the tunnel. Da kommt sie aber nicht durch. Komm schon. Was ist das heute mit diesem nicht durchkommen irgendwo? Ey. Ja, jetzt wird sie. Jetzt. Ich muss dazu nichts sagen, oder? Ich muss dazu jetzt nichts sagen, ey. Oh, Dinosaur Skeleton, das kann ja dann nicht das andere. Ja, Dinos, nein, das hat zu wenig Sterne. Das spielen wir schon aus Prinzip nicht. Doch, das war auch witzig, irgendwo. Ich werde jetzt wirklich so einen kleinen, ja. Dinosaurius. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, ja. Dinosaur Life. Big Dino. Ich glaube, dieses Bild, dieses Startbild in diesem Level, das wird sich heute so tief, ja, in meine Netzhaut einbrennen, dass ich davon träume. Na gut, Leute, ich würde sagen, dann beenden wir es hier mit Happy Feet für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Du.